Willkommen zurück hier zu Gothic 2, die Nacht des Raben, auf der Suche nach dem verschleppten Banditenmenschen. Und ich glaube, das da hinten ist der Fernkämpfer. Er kriegt jetzt mal zwei Feuerbälle von mir. Ah, verdammt, ich habe den Nahkämpfer erwischt. Ach nö. Naja, aber den kriege ich dann dank den Feuerbällen relativ einfach. So, dann nehme ich mal das ganze Zeug von dem an mich. Echter Seemannsgrog. So, der schießt noch. Ich bin hier in Deckung. Was habe ich denn, das Mana heilt? Ich brauche 10 Mana. Bier gibt 1 Mana. Wacholder gibt 1 Mana. Milch gibt 1 Mana. Blauflieder gibt 5 Mana. Finde ich gut. Ja. Komm, dann noch ein hinterher. Dann muss ich immerhin keine teuren Alchemie-Dinger hergeben. Und ich dachte, von dem Feuerball hätte ich 5. Ja, warum habe ich den plötzlich wieder nicht mehr ausgewählt? Keine Ahnung. Ich wollte ja nochmal speichern, nachdem es gerade so gut lief. Nicht, dass ich das Ganze wiederholen müsste oder muss. Das wäre ein bisschen ärgerlich. So, der ist jetzt leider noch aggressiv auf mich. Dann gehe ich mal ein bisschen weg. Uah! Boah, deine Reichweite. Ich hätte ja gehofft, dass der mich dann vergisst, wenn ich eine Weile weg bin. Jetzt bist du dran. Kommt er jetzt per Nahkampf? Nee, ist immer noch Fernkämpfer, ne? Naja, ist ja nicht so wild, ne? Dann esse ich halt mal den nächsten. Ah! Mist, da habe ich nicht genau die Deckung erwischt bei dem Baum. Ah, verdammt. Das hat nicht geklappt. Grrr. Da bin ich jetzt böse auf mich selber, dass ich das versaut habe. Ich hatte nämlich noch einen Feuerball übrig, den ich jetzt als drittes noch sprechen könnte. Bevor ich auf ihn zurenne. So, da ist er. Ich habe meinen Mana voll. Ich habe den Zauber ausgerüstet. Dumm-di-dumm. Und jetzt bin ich wieder in Deckung. Genau. So, habe ich irgendwas, was nur Mana heilt? Irgendwas, was nur Mana heilt. Feuerwurzel, ja, 20. 10, aber die brauche ich halt für die Tränke. Deshalb werde ich mir die sparen. Und vielleicht nochmal so ein Blauflieder. Ah! Das hat sogar gereicht. Sehr schön. Nichts zu plündern. Nichts zu plündern. Yep, das habe ich schon gemacht. Ey, ich brauche so dringend wieder von den Zauberrollen. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ach nö, komm schon. Vom Schlösserknacken. Das sollte ich mir mal beibringen lassen. Selbst als Magier ist es doch nützlich. Wenn ich selbst hier draußen bei den Söldnern, also ganz ehrlich, dass ich in der Stadt nichts klaue, ist irgendwie klar, aber hier draußen bei den Söldnern, was soll's, mache ich einfach. Fälle. Und hier ist eine Schlafgelegenheit. Das ist gut zu wissen. Und wer bist du? Dem Himmel sei Dank. Die Banditen sind erledigt. Du hast mein Leben gerettet. Ja, gerne doch. Wer bist du? Mein Name ist Elvrich. Ich komme aus der Stadt. Diese miesen Kerle haben mich hierher verschleppt und mich hier gefangen gehalten. Ist das nicht einer der Vermissten? In der Stadt werden eine Menge Leute vermisst. Von Vermissten weiß ich nichts. Ich kann dir nur das sagen, was mir widerfahren ist. Was genau ist dir passiert? Ich war auf dem Weg zu dem Treffpunkt, den ich mit meinem Mädchen ausgemacht hatte. Aha. Ihr Name ist Lucia. Wir hatten den Plan, in die Berge zu verschwinden, weg von der Stadt und allen, die dort leben. Ich war gerade am Treffpunkt angekommen, als plötzlich einige dieser Banditen aus dem Dickicht kamen und uns beide gefangen nahmen. Ich habe mich natürlich gewehrt, aber es half nichts. Es waren einfach zu viele. Du hast sie nicht zufälligerweise gesehen? Lucia, kenne ich die nicht? Erzähl mir von Lucia. Ein Mädchen aus dem Hafenviertel. Ja. Sie hat für diesen Fiesling Bromor gearbeitet. Sie ist sehr hübsch. Was wollten die Banditen von euch? Manchmal konnte ich sie nachts belauschen. Ich habe nicht alles verstanden, aber ich glaube, sie wollten uns versklaven. Wohin wollten sie euch bringen? An einen Ort hier irgendwo auf der Insel Korinnes. Aber ich denke, man kommt nicht ohne Schiff dorthin.
Sie Aha. haben mich zu einer Anlegestelle an die Küste gebracht. Dort lagerten einige Piraten. Einer der Banditen ging voraus, um mit den Piraten zu verhandeln. Es gab ein heftiges Streitgespräch zwischen ihnen. Ich glaube, dass der Bandit mit mir zusammen von den Piraten übergesetzt werden wollte. Die Piraten sind aber nicht darauf eingegangen. Kurzerhand haben sich die Banditen hierher zurückgezogen und seitdem saßen wir hier herum. Sie schienen ziemlich ratlos zu sein. Und dann bist du gekommen. Piraten in Korinnes? Ich weiß nicht sehr viel über sie. Bei der Anlegestelle habe ich das erste Mal überhaupt einen von ihnen gesehen. Sie halten sich immer im Hintergrund. Jeder von ihnen ist ein gesuchter Verbrecher in Korinnes. Sie haben Angst vor dem Galgen. Deswegen wirst du niemals einen von ihnen in der Stadt antreffen. Was ist mit Greg? Wo ist diese Anlegestelle der Piraten? Sie ist nicht weit vom Hafen von Korinnes entfernt. Wenn du auf der Kaimauer stehst und aufs Meer hinausschaust, musst du nur in ein Boot steigen und rechts die Küste entlang fahren. Die erste kleine Bucht, die du dort findest, das ist die Anlegestelle, die ich meine. Interessant. Und vor allem dieser Platz auf der Insel, den man nur mit dem Schiff erreicht, das scheint der zu sein, den die Wassermagier per Portal erreichen wollen. Da kommt man ja auch nur mit einem Schiff hin. Wurden den Banditen, die dich gefangen hielten, Waffen geliefert? Oh ja, so einen Haufen, dass sie sie fast gar nicht schleppen konnten. Aha. Sie sind mit dem ganzen Kram in Richtung Seekopshof verschwunden. Seekopshof? Wo ist Lucia jetzt? Auf der großen Feldkreuzung vor Onas Hof haben sich unsere Wege getrennt. Die Banditen haben Lucia in den Wald hinter Seekopshof verschleppt. Innos möge sie beschützen. Du solltest machen, dass du wieder in die Stadt kommst. Was denkst du, was ich mache? Ich gehe direkt zurück zu meinem Meister Torben. Aha. Wirst du nach den Banditen suchen? Tja, ich denke schon. Wenn du Lucia finden solltest, bring sie sicher in die Stadt, ja? Ich werde sehen, was ich tun kann. Das ist also der verschwundene Lehrling von Meister Torben. Interessant. Da habe ich ja gleich einen Glitch gefunden. Nein, eine wichtige Aufgabe erledigt. Okay, es gibt also diese Anlegestelle, aber von der hat mir, glaube ich, sogar schon mal jemand erzählt, dass ich am Hafen nur ein bisschen schwimmen muss. Ansonsten... Seekopshof, ist es nicht der, von dem ich die Pacht eintreiben sollte? War das nicht der? Ich dachte, oder? Bauer Seekop, ja genau, das ist der. Und bei dem meinten ja auch die Leute dort, dass da mal Banditen vorbeigekommen sind vor einer Weile. Also die Hinweise verdichten sich alle, dass es sich dort, oder dass die gesuchten Banditen sich dort aufhalten. War da nicht auch die... Wo ist es denn? Das hat er mir gar nicht... Ist das gar nicht da drin? Wo ist es denn? Diese Sagitta, diese Kräuterhexe. Die sollte doch auch da hinten sein. Die würde ich auch mal aufsuchen wollen. Vielleicht kann die mir ja ein paar Tränke verkaufen. Oder beibringen, wie ich Tränke braue oder so. Und vielleicht hätte ich auch die ein oder andere Zauberrolle. Vielleicht mal schauen, dass ich da hinkomme. Und mich nützlich machen. Jetzt aber erstmal hier berichten, dass die Banditen erledigt sind. Und dann kann vielleicht auch Balthasar, bei dem ich dann unweigerlich vorbeikomme, hier endlich seine Schafe wieder hinbringen. Alter, deine Banditen sind erledigt. Das ist doch der Gefallen, den du wolltest, oder? Oder bin ich jetzt blöd? Was zur Hölle? Das habe ich auch gesagt. Das hat der mir doch gesagt. War das nicht der? Kampfkunst? Nee, das ist schon zu alt. Oh Mann. Das finde ich jetzt ein bisschen doof, dass es nicht klappt. Ich dachte eigentlich, das wäre genau das, was der will von mir. Nee, ansonsten kann ich ja hier mit keinem sprechen. Ah, schade. Naja, immerhin habe ich den Lehrling befreit und die Banditen ausgeräuchert. Zwei davon immerhin. Immerhin was Gutes getan und die Erfahrung ist auch ein bisschen gestiegen, so dass ich mich der nächsten Stufe nähere. Lurker. Scavenger. Ah!
Nein, ich höre einen Lurker. Der darf hier nicht her. Ach gut, den habe ich abgehängt. Gut, dass ich den da abgehängt habe. Weil diese Viecher sind mir da doch ein bisschen zu stark. Aber den Scavenger hier kriege ich doch noch, oder? Sogar zwei davon. Mach ich mir erstmal einen. Ey, nur einen, nur einen. Moment, was haben wir da hinten? Ist das ein Gegner? Ja, das ist ein Gegner. Dummdi-dumm. Das ist ein Keiler. Die sind stark. Darauf habe ich keine Lust. Das sind so eine Art Wölfe mit mehr Lebenspunkten und mehr Schaden. Gut, er verfolgt mich nicht. Da sind nochmal zwei von denen. Ach nee, das da unten ist die Stelle, wo Greg sein Zeug verbuddelt hat. Ja, da war ich da gar nicht mal so schlecht vor zwei, drei Folgen. Mit der Annahme, dass ich hier sei. Allerdings frage ich mich jetzt auch... Nee, lass mal. Keine Lust auf euch. Gar keine Lust auf euch. Kannst du nicht da hochklettern? Sag mal. Kletter da hoch. Gut. Ah, und da ist wieder Orlans Taverne. Dann ist das hier wohl die große Kreuzung, oder was? Gefängniskolonie? Nee. Hier ist die Kreuzung. Ah, sehr gut. Da bin ich vor vielen, vielen Folgen links gelaufen, zusammen mit Lares. Oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Wenn ich mich nicht täusche, geht's hier zur Stadt. Ja, genau, hier geht's zur Stadt. Dann müsste da doch der Händler sein, oder? Der mit dem Wagen, der überfallen wurde. Oder... Nein, das ist oben die Brücke, verdammt! Das ist die Brücke da oben. Meinen die mich oder meinen die den Feldräuber? Die meinen mich. Ach, Mist. Ah, verdammt. Ja, renn so schnell, wie du kannst. Ja, genau, das habe ich vor. Ah, jetzt bin ich wieder hinten, beim Hintereingang. Alles klar. Okay. So fügt sich alles wieder ein bisschen zusammen. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay, dann schaue ich mal hier rein, ob es hier was Neues gibt. Welche? Nee, Blödsinn, die Rüstung will ich gar nicht. Die habe ich doch schon. Ich denke darüber. Wie du meinst. Ja, passt schon. Wie läuft deine Pinte? Es gab schon bessere Zeiten, weißt du. Der Geldbeutel hängt bei dir. Ich glaube, das kennt ihr auch schon. Klar. Was hat er denn so zu verkaufen? Ein Schinken und eine Milch. Und ein Brot habe ich... Milch hatte ich schon. Und da kann ich dem natürlich auch Zeug verticken, das ich nicht mehr brauche. Die Karten vielleicht nicht. Steckbrief vielleicht auch nicht. Die Felle werde ich immer noch Bosper bringen. Skelettknochen, Goblinknochen und so Zeug. Das braucht jetzt wirklich keiner. Goldener Ring. Oh, nimm mal. Und Sumpfkraut könnte noch nützlich werden. Erz könnte auch noch nützlich werden für Alchemie. Krautstampfer, Gletscherquarz. Ich habe einen Lederbeutel. Wo habe ich den denn her? Das interessiert mich nicht. Cool. Weil der eine Jäger da hinten, Grom, glaube ich, genau, der will Milch, Brot und einen Schinken. So, dann bringe ich das dem nochmal. Wo war der? Ach so, ja, da hinten. Und, danach werde ich, glaube ich, zu Sekops Hof gehen und mich dort mal ein bisschen mehr umschauen. Auf der Suche nach den Banditen und so. Ja, jetzt ist halt erstmal ein bisschen Laufweg angesagt. Schade, dass ich keine Zauber mehr habe. Und ich bin halt gerade leider auch ein bisschen zu schwach, um mich mit allen Gegnern hier anzulegen. Und insbesondere halt auch, um da drüben den einen Schatz für Greg auszugraben. Auf der Insel, da sind ja Lurker. Ich finde das so faszinierend, dass Wölfe echt einfacher zu besiegen sind als Scavenger, weil so tief in meinem Inneren
ist halt so ein Scavenger ein gar nichts irgendwie. Das ist halt irgendwie so ein Viech, das ich nicht wehren kann. Irgend so eine Art großer Vogel. Und der Wolf, der hat Klauen, der ist schnell. Ist das wirklich wahr? Und ist irgendwie weniger gefährlich. Ist ja lustig. Also, wie komme ich da jetzt am besten rüber? Ach, das war hier hinten, genau. Und dann gibt es da noch einige Feldräuber an der Stelle. Ach komm, die schaffe ich auch. Gibt noch ein bisschen Erfahrung. Ich brauche noch 420 Erfahrung. Dann habe ich eine Stufe mehr. Nee, erstmal nur einen, erstmal nur einen. Nur einen, nur einen, nur einen. So, sehr schön. Jetzt brauche ich noch 260 Erfahrung. Das heißt, noch 4 Stück. Da habe ich gelevelt. Und hier sind natürlich genau 3. War ja klar. Na komm. Einer nach dem anderen. Und ich denke mal, bei Grom werde ich auch ein bisschen Erfahrung kriegen, wenn ich dem die Sachen bringe. Vielleicht sollte ich mich jetzt aber erst mal eine Runde heilen. Bevor ich mich da so mit allen anlege. Ich brauche 55 Lebenspunkte. Das, wie mache ich das denn? Ein Fisch. Genau. Dann einmal 30 hiervon. Macht 35. 35. Ach komm, was soll's. Hier, gib ihm. Nein, nur einer. Leute, nur einer. Nein, nur einer. Habe ich jetzt... Jetzt habe ich nur einen, oder? Genau, jetzt habe ich nur einen. Und dann gleich wieder weg. So ist gut. Sehr schön. Noch 100 Erfahrungspunkte. Noch 20 Erfahrungspunkte. Könnte ich auch schaffen mit den Feldräubern, aber ich habe gerade so viel gekämpft. Ich gehe jetzt zu Grom da hinten. Und berichte dem mal, beziehungsweise nicht berichten, da will er gar nichts von mir wissen. Der will was von mir haben, nämlich Zeug zu essen und zu trinken. Das kriegt er jetzt von mir, danach ist er bereit, mir was beizubringen. Ich will aber nichts von dem lernen, weil ich ja Magier werden will, aber hey, ein Freund mehr in der Welt. Freunde kann man immer gebrauchen. Und außerdem die Erfahrung. Oh, da links war gerade Buddlerfleisch. Wobei, so ein bisschen Schlösser knacken, ja, hier ist ja auch eine Truhe. Könnte ich ja schon gebrauchen. Andererseits gibt es, glaube ich, dafür auch Zauber. Und da ich ja Magier werden will, wäre es eigentlich naheliegend für mich, mir die Landpunkte zu sparen und dafür lieber so eine Schlösserknacken-Rune zu besorgen. Hier hast du dein bestelltes Essen. Yeah! Prima. Und nun? Bring mir bei, wie man Schlösser knackt. Bring mir das Jagen bei. Was willst du lernen? Horn des Schattläufers, Herzzähne, Zangen. Alles klar. Werde ich mir merken, was du mir alles beibringen kannst. Aber werde ich erstmal nicht in Anspruch nehmen, weil ich ja echt... Ja, ich wiederhole mich, ich will Magier werden. Hab ihr so entschieden. Und deswegen tue ich das auch. So, hier ist es. Dann hole ich mir noch eben die beiden Butterfleischdinger da. Weil die heilen jeweils 15 Lebenspunkte. Und das ist doch schon nicht zu verachten, finde ich. So, und dann werde ich jetzt diese Folge beenden und beim nächsten Mal dann zu Sekops Hof gehen, um dort nach Lucia, den Banditen und Sagitta zu suchen. Vielleicht werde ich auch vorher noch kurz mit diesen Feldräubern hier aufräumen. Ah, ich glaube, das mache ich. Dann sind die hier mal weg. Die nerven ja nur. So, 36. Mann, bin ich doof. Nee, das kann so nicht sein. 35. So, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.